Du hast hier gerade ein Pack an Karten und ihr wisst ja, Leute, die meisten Kartentricks hat Alex von mir. Wir packen die erst einmal aus. Genau, und währenddessen erzähle ich euch einfach, wie hat sie schon ausgepackt. Joke. Okay, weiter geht's. Wir haben jetzt gerade hier 4-5 Tage exzessiv trainiert, viel am Pool rumhantiert, viel gebuddelt und so. Und unsere Arme tun so weh, deswegen dachten wir, jetzt machen wir was richtig Feinmotorisches. Genau, wir machen eine Kartenhausbau-Challenge. Jawohl. Fuck. Tricks kannst du so gut hier die Kreuzbube. Genau. So. Hab ich geraten. Bist du auch so feinmotorisch? Hast du auch die Ruhe in dir, zu sagen, Trickbube? Ja, wow. Echt? Beim zweiten Mal wird's ja noch besser. Du spielst ja 56 Instrumente. Du hattest aber auch viel Zeit. So. Da muss ich sagen, dafür hab ich jetzt, siehst du, dafür habe ich zum Beispiel gar keinen. Pick 10? Du bist schon so ein Joker, ey. So. Ich hab noch einen. Ich hab auch noch einen. Aber jetzt aber. Bist du bereit? Ja. Genau, also ich will gar nicht mit Zeit machen, ich will mich jetzt nicht stressen. Okay. So, den ganzen Tag war echt stressig genug jetzt. Reicht ja jetzt auch wieder für ein paar Monate. Ja, ja. Oh fuck, ich hab vergessen, wie schwer das ist. Nee, die Karten sind mir gerutscht. Nein, der Tisch ist mir. Darf man das? In der Magielehre? In der Magielehre heißt es einfach nur, es muss aussehen, als ob. Ach, ich hab schon keinen Bock mehr. Oh nein! Ah, mit dem Ding geht das ja viel einfacher. Ja, ich bin schon längst dran. Weißt du, du musst erstmal ein gutes Fundament bauen. Du darfst dich einfach so drauf los, jetzt einfach hier einen Pool bauen oder sowas. Du musst erstmal, weißt du, dich informieren. Und jetzt, oh, siehst du, da kommt er schon. Wer? Okay. Der Bauabnehmer für deinen Pool und sagt, das geht so nicht. Oh. Ja, hast du jetzt bald ein neues Wohnzimmer, so, kann ich ja dann einziehen. Ja, stimmt, ich zieh bald um. Nein, du so. Oh! Nein! Ah. Setz ich mich weiter wieder zum Loser. Oh. Jetzt abgelenkt? Nein. Also raus. Was bringt dir das denn, wenn du die Karten ablullerst? Ja, siehst du? Ich sehe jetzt schon wieder einen schwachen Punkt in dieser Konstruktion. Ich sehe keine meine. Deine Spucke gleich trocknet. Dann wird sie hart. Die Kleber. Ah ja. Guck mal, wie gut ich bin. Kann man wieder über so alles mal. Oha! Ich hab mal, Digga, die Spucke. Das ist ja mega gut. Das mit der Spucke lohnt sich mega krass. Ich würde drüber nachdenken. Nein! Ich finde das mega schwer, die zweite Reihe zu machen. Oder auf diesen Karten zu starten. Nein! Yeah. Ich hasse mein Leben und. Ja. Nein! Oh, fuck. Bin ich dumm? Ich lass mich nicht verschleißen hier. Ey, es ist auch so eine dumme Challenge einfach. Ganz ehrlich, dumme Leute könnten das nicht. Ja, und da kommt schon der Tod. Ja. Boah, mein Mund wird langsam trocken. Ey, das einfach aussieht auch. Ich habe jetzt eine Base. Ich tu die mal ganz sanft drehen. Knapp von meinem Turm. Das ist gar nicht zu lullen. Lullen? Nein. Wer sagt denn lullen? Ich sag das. Sagt man in Stuttgart lullen? Was weiß ich, was man in Stuttgart sagt. Stuttgart trittst du auch auf, ne? Stuttgart. Hab ich Übergangsking, ey. Ja, Scheiße. Okay, so komme ich nicht weiter auf jeden Fall. Die wo beste. Trittst du noch auf? Oh, ich trete auch in Freiburg auf. In meiner Lieblingsstadt, Erfurt. Erfurt trete ich auch auf. Was ein Zufall. Hammer. Ich trete auch in Leipzig auf. In Leipzig? Krass. Ja. Da komme ich nämlich gar nicht her. Ja, echt? Das würde niemals klappen. Ich sag trotzdem, dass es eine dumme Idee ist, weil die stehen richtig scheiße, die Dinger. Ja, da ist halt kein gutes Fundament, ne? Frag mich aber, was du da hinten fabrizierst. Na, das weißt du ja selber, glaube ich, auch nicht. Das ist natürlich das Gute. Ich habe kein Ziel im Leben, Leute. So, jetzt wird's richtig deep. Du hast ja so ziemlich schon alles erreicht eigentlich. Und mehr, als du dir jemals vorgenommen hast. Weil du hast dir nur vorgenommen, dass du mal was zu essen hast. Hast du meistens, wenn Jazz dich lässt. Oder du Karten nimmst. Meine Burg war so gut gerade. Das fuckt mich richtig ab. Ich war schon an der echten weit, so ja. Ist auch. Ich habe etwas Interessantes gebaut, was auch schon gefühlt sein Ende gefunden hat gerade. Nee. Oh nein! Boah. Richtig Pappmaul. Ich bin fertig. Was ist das denn jetzt? Abstrakte Kunst oder was? Das ist der Tempel des Zerfalls. Ist eine Ruine. Guck mal, ich kann einfach hier so eine Karte drauflegen. Hier passiert nichts. Ich kann hier auch eine Karte, boop. Ja, aber kannst du auch von hier? Oh. Hey, war nicht schlecht. Wenn ich hier drauf drücke. Heißkleber. Was hast du jetzt? Heißkleber? Easy. So macht man das. Mann, warum haben wir denn jetzt so lange gebraucht? Brauchst du die Karten noch? Nee, ne? Das Fundament ist stabil. Wie gut wir auf einmal sind. Ja, komm, kleb nochmal. Sicher, sicher. Das soll der Geiz. Ach, wozu, du? Wozu brauchen wir denn da noch einen?
Boah, das ist perfekt in den Frame gestellt. Echt? Lass uns überlegen, was wir jetzt architektonisches als Meisterwerk hier jetzt raus fabrizieren können. Ja, schon mal nicht schlecht. Wir bauen jetzt erstmal hier gerade hoch, Dach drauf und dann bauen wir an. Wir machen eine Garage dran, einen Balkon, so ein Butler, der James heißt, so, der die Tür unten aufhält. Also was machst du jetzt? Bau mal weiter. Es ist auch richtig schlau, dass wir uns jetzt wieder in der Mitte treffen. Hier. Ja, danke, aber hier, was ist denn das hier für eine Arbeit, die wir gerade leisten? Wie machst du das denn? Ja, ich doch nicht so, also auf einer Karte. Ja, das funktioniert aber nicht. Du, guck mal, was du hier für Lücken gelassen hast. Du hast gar kein Gefühl für Karten, oder? Scheiße, die ist so kurz. Shit. Hä? Ja, was, hä? Soll ich da nicht einfach da hinlegen jetzt? Ja, musste ich. Ja, mach. Nee. Was machst du denn? Jetzt mal hier und da. Egal, lass einfach noch eine hinkleben. Das sieht doch nicht schön aus. Doch, von weitem sieht das super aus. Ja, guck mal, das ist doch jetzt das schon direkt. Geil, das sieht geil aus. Und wir bauen das ist so ein richtiges Video, wo man danach so ganz legitim fragen kann, habt ihr zu viel Zeit? Und dann sagst du so eigentlich nein, aber... Wir haben ja voll wenig Zeit, weil wir haben andauernd solche krassen, spannenden Projekte. So. Ja, das machen wir in unserer Freizeit. Drehen wir auch Videos. Na klar. Bauen wir so und dann wieder Dreiecke drauf. Ja, aber das hält ja gar nicht. Aber wir können, ich weiß was. Da bauen wir hier so ein ganz langes Brett und da bauen wir weiter. Alles klar. Geil. Ich weiß, ob so eine gute Idee war. Hält er niemals. Boah, ich weiß was. Wir biegen das gleich. Das sieht schon cool aus. Sieht schon. Hat schon was. Also, hat auch. Also, es ist so. Ist. So, also, dachte ist, ich. Mega cool. Ja, danke. Nein! Fuck. Hier, klebt schnell zusammen! Hast du hier so ein Dreieck drauf? Sind wir fertig? Nee, wir müssen dreidimensionaler gehen. Dreidimensionaler? Ja, ich meine ja auch nur mit hier dem... so. Oder? Oh, ja, das ist geil! Okay. Okay, da haben wir ein gebührendes Ende. Was für ein gebührendes Ende? Wir müssen hier noch eine Garage dran bauen und den Butler namens James, der die Tür aufhält. Tada! Das ist so cool. So baut man ein Kartenhaus, Leute. So. Das ist unser neues Bauprojekt. Der Pool ist ja jetzt fertig. Ja, dann sind wir fertig. Tada! Mega. Ist echt stabil gebaut, ne? Aber weißt du, was lustig ist? Sieht aus wie so ein richtig verkacktes Schulprojekt jetzt. Es ist stabil. Es ist stabil. Oh, fertig. Und es ist hängen wieder, guck. Soll ich das zuklappen? Gucken, was passiert. Zuklappen? Ja, ihr wollt es sehen, Leute, oder? Bei 700.000 Daumen klappen wir es zu. Nein, Quatsch. Klapp zu! So. Klapp zu! Schneller! Jetzt muss langsam. Oh, wie so eine Müllpresse. Ja. Das ist unangenehm, aber auch satisfying. Mein Zaubererherz hat geblutet. So, der Alex hat auch ein witziges Video gemacht und da habe ich das erste Mal so richtig, richtig auf professionelle Art und Weise gezaubert. Mit einem Kinderzauberkasten. Ja, und war es richtig gut. Respekt. Also wirklich. Das sagst du nur, damit die jetzt auf das Video gehen. Und nee, du hast damit. Dann hätte ich gesagt, du hast dich richtig krass blamiert. So, also ein Kinderzauberkasten, den man einfach überall kaufen kann, haben wir einfach mal ausgepackt, geguckt, was da so drin ist, getestet, was man als Zauberer damit machen kann, was man als Julian damit machen kann. Und zack, hatten wir ein super geiles Video. Das war echt cool. 1 Milliarde Aufrufe. So. Ich dachte erst anfangs so, nee, muss ich das machen? Alex, ich hab keine Lust. Aber das hat echt Spaß gemacht. Und dann hast du angefangen auszupacken und dann war Weihnachten so. Ich hab's ungefähr so ausgepackt, bis Alex mir gesagt hat, wir wollten es eigentlich verlosen. Was viel wichtiger ist, wo bist du bald anzutreffen? Ich bin in 16 Städten durch ganz quer Deutschland. Das heißt in Erfurt. Ich bin in Erfurt. Das Einzige, was ich mir gemerkt habe. Ich bin in Erfurt, ich in Leipzig, in Freiburg. Ich bin in München, ich bin in Berlin, ich bin in Köln, ich bin in Stuttgart, Ravensburg, Hamburg. Ja. Ich bin über Osnabrück, Kaiserslautern, überall. Kommt einfach vorbei. Kommt. Ey Leute, wirklich, ne? Gönnt euch Alex Show. Das ist wirklich krass. In der letzten Show, wollte ich das sagen, hast du einen Mercedes erscheinen lassen. Ja. Hab ich schon gesagt. Also die Show, ich war baff die ganze Zeit. Das war echt, echt cool. Ist mal so Real Talk. Ich find's echt thank cool. You so much. Würdest du Leute sagen, ist das cool in so eine Live-Show zu cooler als YouTube das gucken? Ja, oder? Ganz anderes. Magie muss man auch live gesehen haben und gespürt haben. Finde ich auch. Das ist krass. Ich guck mal, in welche Städte ich mitkomme. Ich denke mal, die nicht zu weit weg sind. Genau, also so Berlin, Erfurt.
Nein, ja genau, ja, komm mal mit. Bringst du das in deine Show mit ein? Das werde ich in meine Show mit, weißt du was? Das nehmen wir mit auf Tour. Wir gehören dazu schon zur Tour? Ja, selbstverständlich. Aber wenn ihr wissen wollt, warum Ju zur Tour dazu gehört, schaut mal ein Video an. Das war gute Werbung.